die Jahresendepisode der Audio Travels. Erzähl die Geschichte von weltweit 20 berühmten Filmdrehorten. Originalschauplätze heißt immer, dass es kein Studiobetrieb ist, sondern dass wir da drehen, wo das Haus dann steht. Das ist jetzt hier in Elmershof mit der Bergdoktorpraxis. Die kann man besuchen, das freut uns sehr. Ja, es ist alles sichtbar. 50 Shades of Grey wurde im Winter hier in Vancouver gedreht und einige Szenen wurden auch im Fairmont Hotel Vancouver gedreht, vor allem Indoor-Szenen, und das kommt auch im Trailer vor, da sieht man diese Szenen auch, wo das Fairmont Hotel Vancouver drin vorkommt. Durch die Popkultur, also den Film von John Wayne, wollten plötzlich viele Menschen auch außerhalb von Texas etwas über das Thema wissen. Wir haben Besucher, die zugeben, dass der Film der Auslöser war, sich mit der Alamo-Geschichte zu beschäftigen. Die Game of Thrones haben uns viele neue Gäste gebracht, welche schauen die amerikanische Serie und die wollen Lokalitäten sehen, also wo wurde die Game of Thrones gedreht. Rolling green countryside. Die Landschaft hier besteht aus grünen Hügeln. Die Hobbit-Siedlung ist 1,5 Quadratkilometer groß. Es war der ideale Ort, um den Hobbit-Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie zu drehen.